vorsichtig hier. Morgen. Morgen. Und, wie sieht's aus? Scheiße. Warum? Vollkatastrophe auf der Autobahn. Am Samstag? Ja. Was ist das, eine Lüge jetzt? Nee, das ist keine Lüge. Ja? Wir haben ja früh geschrieben. Stimmt, auch was. Willkommen zu Video 4, damit dem letzten Video. Heute der Trainingsvlog-Reihe. Endlich. Heute wird es ein reines Sparring-Video. Danach wird, glaube ich, nicht viel folgen. Mal schauen. Was hat's mit den Klamotten hier auf sich? Ja, heute Abend ist so Halloween. Das ist aber kein Halloween-Outfit. Ja, ich brauche mich da nicht verkleiden. Wie? Du musst dich doch auch mal so richtig mal unter die Leute mischen mit Kostüm. Aber eigentlich hast du recht. Ein gutes Kostüm. Ja. Gehst du als Wanderlei Silva oder so? Ja. Daniel. Was geht? Bisschen Safety First, ja. Safety First. In einer Woche ist der Kampf, kein Risiko eingehen. Gehen wir auch hin, ne? Mal, was denkst du denn? Was? Was für eine Frage? In Dublin gibt es das Feuerwerk, 100%. Und was machen wir, wenn du gewonnen hast danach? Schauen wir mal. Ein Saufen, ein Kippen da in der Bar, oder? Gucken wir mal. Gucken wir mal, was der Christian sagt. Christian, wie sieht's aus mit der Verletzung? Heute sind wir so ein bisschen auf und ab. Je nachdem, wie hart es auch ist, ne? Ob Kicks drauf kommen. Ich merke schon auf jeden Fall. Aber ich versuche halt so gut weiterzumachen, dass ich dann, wenn ein Angebot kommt, direkt dann starten zu können, weißt du? Was ist eigentlich dein Lieblingstag in der Woche trainingstechnisch? Brauchst du eigentlich jeder Tag schön. Ja. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest? Mittwoch, Samstag, Sparring. Ne? Musst du dich eigentlich fürs Sparring motivieren? Nein, nein, überhaupt nicht. Da ist Freilauf so, weißt du? So, ich muss mal umziehen. Ich hab's heute wieder ein paar Leberhaken, ja? Heute werden die Leute ge***t aus. Wer davon wird ge***t? Alle, Digga. Alle? Halt ich später ein Auge mal auf dich. Ja, guck mal. Ich zeig dir mal, was abgeht. Scheiß Kameras, ne? Du bist so verlegen jetzt, ja? Bei zwei Kameras. Ich wüsste, ich bin voll nervös bei euch zwei. Ja? Wie viele deiner Landsleute sind heute präsent? Leider nur einer. Wofür sind Marokkaner eigentlich bekannt? Nenn mal zwei, drei Sachen. Was willst du lachen? Sag doch mal. Komm mal wieder weg. Guck mal, wie der wegtritt. Timing in any aspect is a part of discipline. Yes. Timing, no matter what, no timing, no discipline. Tell them, yes. Or lack of discipline. Was geht? Crazy. Wie ist der Plan für Dublin? Daniel natürlich unterstützen, ganz klar. Vielleicht McGregor in die Schnauze hauen. In seinen neuen Pub oder wo. Gehen wir mal hin. Ja, gehen wir hin. Ein bisschen aufmischen. Gucken, was da abgeht. Ein paar Tritte und Schellen verteilen. Normal. Oder? Machen wir es. Auf geht's. Wie ist der Heilungsprozess, Jürgen? Ey, sieht noch nicht so gut aus. Kreuzband. Was ist jetzt die Philosophie? Wie gehst du um? Hey, Philosophie. Montag Orthopäde. Und dann wieder richten lassen und so weit. Machen, was geht. Obenrum geht ja alles. Alles außer das rechte Bein kann man trainieren, würde ich sagen. Geil, Mann. Gute Genesung, ja? Ja, Mann. Du musst mir sagen, wenn das. Ja, Narbengewebe ist dünn. Altes Narbengewebe von früher. Jetzt das Narbengewebe vom letzten Cut. Ist auch erst 4 Wochen her. Lieber Break. Dreh dich in die Mount, Hände an deine Hüfte. Dreh dich zurück, dreh dich deine linke Seite an, Antonio. Mit der Hüfte aufziehen, tief rein. Ja, komplett tief rein. Du musst deine Hüfte reinbringen, Antonio, wenn du. How are you? Yeah. Are you ready for Halloween? Are you ready for Halloween? Oh, get ready.
Wieder mal harte Arbeit. Sieht so aus. Jawohl. Ja Leute, das war das letzte Training von der Trainingsvideoflog-Reihe. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mal in den Kommentaren da, ob wir weiter so arbeiten sollen. Jeden Tag ein Video raushauen. Wird ein bisschen schwer, aber wir werden es auf jeden Fall steigern. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche in Dublin wieder. Auf geht's, bis dann. Ja Leute, wie nach jedem Training, nach einer harten Einheit Sparring, Diet Pro, kann ich nur jedem empfehlen. Habe ich immer dabei, direkt nach dem Training reinpfeifen mit dem Code Eckelin10. Muss die ganze Dose trinken, Mann. Genau. War noch nicht ganz fertig. Mit dem Code Eckelin10 in den Warenkorb rein, 10% auf alle Sachen. Okay. Bitte?